nur bedingungslos liebt, also jetzt ist es ohne Konsequenzen, dann wird der andere zu einem Narzisst, also einer, der sich als ein überhöhtes Selbstwertgefühl hat, was dann schon wieder krankhaft ist und was es ja häufig gibt. Mein Sohn ist wie ein kleiner Prinz oder eine Prinzessin, sowas, also das ist immer gefährlich. Sondern genauso wie Sie sagen, und das ist natürlich schwer, wenn man eigene Kinder hat, weiß man das, diese Balance zu finden, zu sagen, ich liebe dich trotzdem, weil das, was du gemacht hast, nicht in Ordnung. Oder sagen, ich darf dich trotzdem lieben, trotzdem musst du dein Zimmer aufräumen dann, ja? Oder trotzdem kannst du heute kein Computer mehr spielen dann. Oder was auch immer. Und das ist schwer. Es ist viel einfacher zu sagen, so, jetzt ist raus hier, für die nächsten 4 Wochen gibt es hier gar nichts mehr. Oder geh mir aus den Augen, in Deutschland wird man gleich enterbt. Ich enterbe dich doch nicht. Das ist dann immer die Radikalkur. Aber das, die Kunst ist, es ist schwer, das beides soll. Also in der Beziehung zu bleiben, also dich als Mensch, akzeptiere ich und liebe ich weiterhin, aber mit deinem Verhalten war ich nicht einverstanden. Und wenn man das hinkriegt, hat der andere die Chance, eben sozusagen von einem gesunden Selbstwertgefühl auszugehen, trotzdem, dass er merkt, nicht ich wurde als Mensch kritisiert, sondern meine Handlung wurde kritisiert. Und für viele Menschen ist es so, dass sie dann immer, wenn man sie kritisiert, sich dann immer das als sehr persönlich nehmen. Also vielleicht ein Thema ist ein anderes Thema, bei der Partnerwahl, ist auch ein interessantes, machen auch viele Seminare darüber. Wir denken ja meistens erst nach der Partnerwahl, nur die Partnerwahl nach. Zum Beispiel, Sie fahren ein Auto und der Partner fährt sehr schnell Auto dann zum Beispiel, dann, ja, oder was auch immer. Und Sie sagen, kannst du noch ein bisschen langsamer fahren? Ja? Der eine sagt, Mensch, du kritisierst mich ständig, du bist überhaupt nicht zufrieden, seitdem wir uns kennen, ist also ein Riesen. Und der andere sagt, okay, klar, ich fahre langsamer. Das heißt, oder wir sagen, hier, mach mal das Fenster zu, mach doch selbst zu, du befiehlst dir herum, nur weil du der Mann bist, also eher ein Riesenthema. Das heißt, für den einen ist das aufgrund der Selbstwertgeschichte ein Angriff auf die gesamte Person und Persönlichkeit, oder muss ich verteidigen, weil selbst bleibt von ihm nicht mehr übrig. Der andere merkt, das ist keine Kritik an ihren Person, als Person, sondern an einem Verhalten. Und natürlich gibt es Verhaltensweisen, die ich natürlich ändern kann und muss dann. Und daran kann man auch oft merken, ist das eine sehr tiefgehende Problematik oder ist das eine oberflächliche Sache? Und das hängt wieder Selbstwertgefühl zusammen. Wie habe ich das erlebt? Ist das immer Kritik an der Gesamtperson? Und weil nichts von innerem Selbstwertgefühl übrig ist, dann muss ich mich verteidigen oder kann ich das auffangen und damit umgehen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, in der Kindererziehung sind wir sehr weit, ich kann in 10 Jahren sagen, wie wir es geschafft haben, weiß ich nicht, aber also das ist, glaube ich, eine große Herausforderung.